Ja, und damit hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conan. Wir müssen unseren Freund hier einmal kurz schnetzeln, denn wir brauchen Leder und wir brauchen natürlich auch... So. Perfekt, Freunde, perfekt. Ja, jetzt begeben wir uns wieder auf die Suche nach ein bisschen Stein. Denn das muss sein und Holz, das wollen wir. Stein und Holz und alles, was wir brauchen, finden wir ja hier. Warte. So. Bitte. Kaputt. Stein. Stein kloppen. Der Sandsturm war übrigens immer noch nicht dran. Immer gespannt, wann der kommt. Und wenn mal. Unser Haus so angucken, sieht das schon gar nicht mal so schlecht aus. Schon was, macht schon was hinne. Also her, hinne. Macht schon was hinne. Hm? Ich habe ja den totalen Sprechdurchfall. Beim Reden, das ist wieder typisch, ne? Einfach wieder typisch. Oder sieht das uns aus? Das ist nur ein Schatten. Lager sein. Eine Lager. Ja, das ist ein Lager. Das ist ein Lager, Freund, ne? Sobald wir so ein Laufrad haben, werden wir uns auch einen Sklaven besorgen. Definitiv. Aber erstmal müssen wir uns darum kümmern, unser Haus fertig wird, ne? Nach und nach auch so ein paar Bänke herstellen, Dinge reparieren können, damit wir Dinge bauen können. Vieles vorbereiten. Ganz kurz gleich gucken, was so eine Schmiede kostet. Sonst lief ich erst nächstes herrschen, dass wir uns vielleicht mal Metallwerkzeug herstellen. Eisen, besser gesagt. Damit wir es so ein bisschen einfacher haben, was angeht. Vielleicht kriegen wir auch mehr Gegenstände raus. So, eben mal kurz. Schmiede, die müsste irgendwo hier sein. Da. 50 Metall. Eisenbahn, okay. Wenn wir herstellen, müssen wir eigentlich rausbekommen. Das hier mal so ein bisschen reingepackt, weil ich habe mir so überlegt, wenn wir jetzt vorher schon einfach mal ein bisschen jetzt einmal ein bisschen losgehen,
und ein bisschen sammeln, ne? Und dann erst bauen. Ist das nicht immer so ein Hin und Her? Ich irgendwo. Werkbank hier. Konnte mir doch eigentlich mit diesem normalen Leder. Überleg gerade. Ich glaube, ich warte da mal noch mit dem Bett bauen. Ich glaube, ich warte da noch ein bisschen. Ich baue mir da so ein nuggerliches Bettchen. Pack das Leder mal wieder in die. Weil ich kann das ja auch hier reinpacken. Ich kann das ja auch hier reinpacken. Ich muss das ja nicht verwenden, ne? Ich muss es ja nicht sagen, hier benutze. Brauchen wir eigentlich für dieses Laufrad? Ich glaube, da dazu brauchen wir Ziegelstein, wenn mich nicht alles täuscht. Dann Jockdinger hier müssen wir auch mal bauen. Knochen, Stein, Holz, Zwirn. Ist eigentlich kein Problem, ne? Laufrad, Metall. Auch mal, machen wir auch Eisenbarren, okay. Bedeutet, wir sollten definitiv ein bisschen mehr Eisen besorgen. Ja, dann könnten wir das demnächst bauen. Hätten wir mal so einen Sklaven. Sklavenhaltung hier. Gucken wir mal, dass wir uns Werkzeug herstellen. Aus Eisen. Eisen. Metall. Und dann bekommen wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr Materialien hier raus. Ich habe ja so einen kleinen Plan. Also, ne? Ich bin jetzt am Kohn auf dieser Map hier. Ja, und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen, was wir hier so alles starten können. Und wenn ich dann immer noch Lust habe, oder? Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich auch irgendwann gar keine Lust mehr, so, dann höre ich wieder auf, ne? Das ist halt so. Schauen wir mal, wie viele Folgen es werden. Und dann, ich würde auf jeden Fall gerne mal so ein paar Dungeons machen. Ne? Wie gesagt, und wenn wir dann mal richtig Bock haben, dann, können wir einfach sagen, hey, wir schauen uns dann diese neue Karte auch noch an. Also wir machen beide Karten sozusagen. Diese und die neue, ne? Jetzt nicht parallel, aber so halt, ne? Ja, wie ich meine. Das Ding ist einfach, ich mag diese neue Karte wirklich gerne. Ja, ich finde sie sehr schön, sie ist sehr hübsch. Ja? Sie bietet auch einiges. Das Einzige, was mir an dieser Karte so ein bisschen, ja, wo ich sage, oh, finde ich ein bisschen sehr schade, ist, man hat ja diesen Sturm in der Mitte. Ja, also diesen, der Sturm kommt immer wieder mal in der Mitte so, aber er richtet nicht, er richtet jetzt außerhalb. Ja, richtet jetzt nicht so viel Schaden an. Ich finde einfach so ein bisschen, es muss jetzt kein Schaden am Haus sein oder irgendwelche Sachen, so wie jetzt hier beim Sandsturm, der macht ja auch keinen Schaden am Haus. Ja, aber er macht halt dir Schaden. Und ich fände es halt geiler, wenn so dieser Sturm kommt, ja, dass er sich vielleicht schon ein bisschen vorankündigt mit Regen, Gewitter. So, du hast Schwierigkeiten, draußen zu laufen und nicht nur, wenn du in diesem Auge des Sturmes bist. Sondern halt schon vorher so. Das würde ich halt so ein bisschen feiern. Und das vermisse ich halt. Auch wenn wir jetzt hier noch keinen wirklichen Sandsturm hatten, aber ich mag diesen Sandsturm irgendwie. Ich finde den irgendwie cool. Das fehlt mir da halt so ein bisschen. Weil im Auge dieses Sturmes ist natürlich, da ist es, uiuiui. Freunde, da ist es, an gewissen Orten ist es da richtig brutal gefährlich. Also man sollte da echt richtig aufpassen. Auch die Lager, die man dort hat, sind nicht ganz ohne. Ich habe die Karte ja schon gespielt und ich spiele sie ja auch immer noch auf einem Multiplayer-Server. Wir wissen, so Multiplayer euch mitzunehmen ist immer so, ja, das ist nicht so meins. Ich möchte das
Ich möchte hier in Ruhe basteln können. Ich möchte euch in Ruhe erzählen können. Ich möchte euch in Ruhe erklären können. Und da kann ich es nicht haben, wenn dann ja, 1000 Leute an Dingen rumwerkeln und rummachen. So, das ist. Ja, das ist nicht meins. Ne? Deshalb bin ich hier lieber für mich, baue hier für mich und kann für mich auch aufnehmen. Ja. Und kann aufnehmen dann, wann ich Lust dazu habe. So viel, wie ich Lust habe. Und kann es dann schön hochladen und auf eure netten, freundlichen Kommentare gespannt sein. Und ja, ich weiß, ich lasse YouTube auch momentan schleifen, aber ich habe momentan einfach, wie gesagt, es ist für mich gerade einfach sehr, sehr schwierig. Ich habe aufgrund von Arbeit sehr, sehr wenig Zeit. Ich habe so, ja, einfach auch meine Faulphase. So, ich habe einfach, wenn ich Bock habe, dann nehme ich auf. Ne? Und wenn ich halt keinen Bock habe, dann halt nicht so. Das ist halt immer so, Ich weiß nicht, ob das Wetter auch momentan so ein bisschen eine Rolle dabei spielt, aber es ist irgendwie gerade ist so der Wurm bei mir drinne. Ich weiß nicht, kennt ihr das nicht, wenn einfach so Flaute drinne ist? Einfach gerade irgendwie nichts, so viele Dinge, du eigentlich machen möchtest, aber nichts kann dich so richtig motivieren? Und wie gesagt, stressig momentan auf Arbeit und aber ich denke mal, mit Conan vielleicht, mal schauen, wie weit wir kommen, ne? Einfach so, also. Mal gucken. Und wenn ich halt schon spiele, warum nehme ich nicht euch einfach mit, ne? Das ist halt auch so ein Ding. Also, wenn ich spiele, dann nehme ich euch mit, ja? Hi, Hirsch. Wir wollen dir nichts tun, also, alles gut. Das Leder da hinten rein. Oh, gar keins. Oh, gar keins. Gut. Alles klar. So. Ja. Wie viel Metall brauchte ich? 50, ne? 40 haben wir. Das heißt, wir müssen gleich nochmal, wenn es hell wird, los. Und noch ein bisschen Eisen da oben abbauen. Ich sag immer Metall, ne? Dann fällt es mir selber auf. Natürlich. Eisen, nicht Metall. Stahl ist ja nicht schlimm. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? So, das packen wir auch da rein. Die Beeren eigentlich kaputt? Kaputt. So. Mal gucken. Ich glaube, wir haben keinen. Wir haben hier auch Zwirn. Aber wir können ruhig noch ein bisschen Zwirn herstellen. Was wir haben, haben wir. In der Zeit, wo der hergestellt wird, trinke ich. Ist ja gerade eh dunkel, wir sehen ja gerade eh nicht viel. Im warmen Wetter, auch wenn es noch nicht wirklich Sommer ist, muss man trotzdem viel trinken. Ich werde mal hier eben kurz Fleisch braten. Oh, guck mal, da haben wir sogar noch Fleisch drinnen liegen. So. Die Pilze gehen auch nicht kaputt. Das ist sehr gut. Oder doch, warte mal. Das ist doch, warte mal. Nee, das geht nicht kaputt. Doch, die Beeren gehen kaputt. Läuft ab in 35 Minuten. Okay. So, packen wir das mal da rein. Dann wird hergestellt. Essen. So. Fleisch packen wir an, das wir hier hoch. Dann können wir hier da dazu reinpacken. Ich kann ja schon mal bei Nacht einfach mal dahin laufen. Wir sollten uns hier ein bisschen Stein mitnehmen. Damit ich dann gleich meine Axt und Spitzhacke und mein Schwert reparieren kann, sollte das jetzt dann gleich kaputt gehen. Wie ich mein Glück kenne, geht das genau dann kaputt, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Im Kampf. Wir wissen ja, dass hier vorne Spinnen sind. Nur weil ich die einmal getötet habe, heißt das nicht, dass die jetzt nicht mehr da sind, ne?
sind definitiv noch da. Werd raus. Die Hand. Und nein, diese Tiere haben Angst vor... keine Angst vor den... vor den Fackeln. Das wäre es ja noch. Das wäre geil. Würde immer nur mal mit Fackeln rumlaufen nachts. So. Oder tagsüber auch. Jetzt kam hier wieder diese blöde Werbung. Kurz raustappen, weil dann... Ich hasse das, wenn das dann hier an der Seite so dieses Ding hochgeht. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe das so ja schon arg gehabt. Ich habe es auch schon Atlas gehabt. Aber ich kann es einfach nicht ausschalten. Ich weiß einfach nicht, wie... Da vorne. Guck mal, da lauert sie schon. Siehst du, wie sie da schon lauert? Können wir sie auch umlaufen? Scheint uns bisher noch nicht entdeckt zu haben. Noch am Schlafen ist er. Wir haben sie geguckt im Lauf. Leckeren Tieren, ich mag die. Auch sehr gut für Pferde. Essen die sehr, sehr gerne. Aber bisher haben wir auch noch gar kein Tier entdeckt, so wo wir mitnehmen könnten. Gut, wir könnten jetzt eh noch nicht damit anfangen, ne, weil wir noch kein Gehege haben, wo wir die dann zähmen könnten. Oh, Steinar, Wahnsinn. Wahnsinn, richtig großer Brocken hier. Und wir schauen jetzt erstmal nach... Eisen. Noch ein paar Faserdinger mit. Wir werden das alles brauchen. Später, wir werden das so brauchen, Freunde. Das wird... Das ist einfach Wahnsinn, was man halt alles braucht, um das Gewicht herzustellen. Und gerade wenn man alleine ist, ist das halt auch immer viel Arbeit, ne? Suchen, finden. Also, da kann man keinen losschicken. Hier, arbeit mal. Selbst wenn wir nachher Sklaven haben, den kann ich nicht losschicken und sagen, hier, hack mal Eisen. Das ist ja auch geil, ne? Wenn man die losschicken könnte, so, hey, hack mal. Und nee, die sind einfach nur da, um, die stellen, die helfen dir beim Herstellen. Und sie stellen schneller her und, brauchen, glaube ich, auch teilweise nicht so viel Material. Kommt immer drauf an, welche Stufe die haben. Es geht ja von 1 bis 3. Und dann gibt es, ich möchte aber nichts Falsches sagen, es gibt dann noch, welche mit Namen, die sind dann ganz speziell. Aber sie dürfen keinen Totenkopf haben. Ich glaube, die mit Totenkopf kann man nämlich nicht, Verbnis nimmt zu. Ach, das war das Ding. Hat gar nichts gemacht. Aber wir können hier mal ganz kurz in reinlaufen. Arena. War das schon mal entdeckt? Man muss halt bloß aufpassen, weil hier nimmt die Verderbnis zu. Da damit kann man dann Tänzer mitnehmen. Und die Tänzer, die machen einem diese Verderbnis so ein bisschen weg. Aber wie gesagt, die Totenköpfe, die mit dem Totenkopf, mit dem Namen, die kann man nicht für sich gewinnen, sozusagen. So viel ich weiß. Also ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Kann natürlich auch sein, man kann es. Aber ich wüsste nicht, dass das funktioniert. Also bei mir hat es bisher noch nicht funktioniert. Sag mal so, wenn wir die Möglichkeit haben und dann Sklaven finden, ja, für uns, was wir jetzt brauchen, dann werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir Zweier oder Dreier finden. Ja. Alles andere... Macht halt keinen Sinn so eigentlich. Der Stufe 1er, nur damit man welche hat, muss jetzt auch nicht sein. Also, Odile hat uns entdeckt.
ist es tot. So. Wir werden das alles nach und nach sehen, wie sich das so entwickelt. Wir müssen auch mal gucken, erstmal, ob wir welche finden, ne, die wir brauchen. Also am Anfang so Bogenschützen und Kämpfer werde ich am Anfang erstmal nicht nehmen. Ich werde erstmal Koch, Schmied, Rüstmeister und so die ganzen Sachen halt für die Werkbänke. Und dann brauche ich ja für die Sklaven dann auch später diesen leibeigenen Topf. Aber nur diejenigen, die außerhalb stehen, essen dann, ne? Also zum Beispiel Bogenschützen, Kämpfer, die jetzt nicht an der Werkbank sind, die brauchen dann halt ihre Schleimsuppe. Weil Besseres gibt es halt einfach nicht, ja? Schleimsuppe muss reichen, Sklaven, aber wir sind ja nicht im Luxus. Ich habe damals, als sie mich versklavt haben, auch nichts Besseres bekommen. Also warum sollen die was Besseres bekommen? Genau. Ist auch nicht verdient. Auch gleich wieder Krokodile auftauchen. Wir sollten langsam auch zurück. Denn wir haben gleich kein Ausdauer mehr, weil wir nicht mehr tragen können. Dann sind wir wieder überlastet und dann schwindet die Ausdauer. Rennen uns wieder ein Krokodil hinterher. Mein guter, ne? Da sind wir eine Stufe aufgestiegen. Ja, schön. So, du bist überlastet. Logisch, das ist. Aber können noch laufen, wenn wir das Messer wegpacken. Leute, wir laufen jetzt zurück. Ich glaube, war nicht hier die Ecke, wo diese Spinnen waren? Oh. Oben, ne? Ganz kurz noch da hochlaufen, Leute. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es da oben nämlich noch eine kleine Karte, wo man was lernen kann. Eine. Animation oder sowas. Todflüsterruine. Da ist unser Häuschen. Es gibt ja auch verschiedene Tänze, die man lernen kann. Kann man dann an Punkten lernen. Luftkuss haben wir jetzt gelernt. Als ein. Ja. Hi. Oh. Luftkuss. Auf der neuen Karte ist das ja mit. Flaschenpost, wo man dann lernen kann. Ich erzähle viel von der neuen Karte, ja. Ich weiß nicht, ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr selber Konen spielt, ob ihr dann auch diese neue Karte spielt oder ob ihr auch eher diese Karte hier bevorzugt. Ich mag beide, ja. Aber mir gefällt halt die hier von diesem sandsturmartigen Feld, gefällt mir es einfach hier besser. Und ich weiß nicht, wenn ich hier alles gesehen habe, wenn ich mir gewisse Dinge angeguckt habe, dann, wenn ich immer noch Lust habe, dann werde ich mir auf jeden Fall die andere Karte gemeinsam mit euch auch noch angucken. Dann werden wir da auch so einen kleinen Singleplayer machen. Ich habe auch von Einstellungen her bisher noch nichts dran geändert. Ich warte jetzt einfach mal ab. Bisher hatten wir noch keinen Sandsturm.
Wer weiß, wann der kommt. Könnt das hier auch mal reinpacken, weil das können wir da. Können wir. So, dann packen wir jetzt hier das Besen rein. Machen wir die Hälfte vom Holz rein. Wäre auch mal geil, wir würden mal Kohle finden. Na, dann könnten wir das damit nämlich beheizen. Das würde definitiv mehr bringen. Hier. Das Holz. Weil das Holz bräuchten wir halt wirklich zum Bauen, ne? Kabinen. Hatten wir hier. Waren. Stück, ne? Noch einer, komm. Gib mir noch einen, ja, perfekt. So. Stück. Holz. Ne, wäre nur Stein gewesen, okay. Was brauchen wir hier für das hier? Birnen und auch wieder 50 Stück. Könnte sogar, wenn wir Glück haben, mit dem Metall, was wir jetzt. Eisen, Entschuldigung. Was wir jetzt gefunden haben, könnte das sogar hinhauen. Hier könnte ich halt die ganzen verschiedenen Werkbänke herstellen. Ich weiß halt auch für nicht, für was alles so. Rüstungsmacher, da könnten wir uns ein Rüstungsding auch mal herstellen. Warte mal. Stellen wir uns mal so nach und nach vielleicht diese ganzen Bänke her. Weil wir die definitiv benötigen werden. Rüstungsding können wir eine herstellen. So, die Werkbank haben wir schon. Werkbank eines Zimmermanns. Dann auch mal herstellen. Hier den Herd. Habe ich noch keinen. Können wir jetzt auch mal herstellen. Dazu brauchen wir Metall. Diese ganzen unterschiedlichen Werkbänke weiß ich auch nicht. Da warten wir auch mal noch ab. Die mache ich dann wirklich, wenn ich alles soweit habe. Also die anderen Sachen halt, ne? Ich glaube, ich muss doch mal langsam wieder ein paar. Wir haben noch 16 Punkte zu verteilen. Aber das machen wir gleich. Lass mal kurz ab, bis es fertig ist. In der Zeit trinke ich mal kurz wieder einen Schluckele. Hat noch den Herd. Dann können wir das hier alles reinpacken wieder. Und noch ja, die rein. Bisschen Ordnung halt. Rein kann wieder hier rein. Das kann. Das hier. Dann einstellen. Stellen die Bank hier. Aber nicht zu weit weg. Sein. So. Ja, Freunde. Und wie es weitergeht und was uns alles noch so hier in Konen erwarten wird, ja, all das seht ihr dann in den nächsten Folgen. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.